2, 1 und hier. Hier ist das ARD-Wahlstudio im Westdeutschen Rundfunk Köln. Jetzt haben wir ein neues Zwischenergebnis vorliegen. Warum rennen Sie denn weg? Machen Sie doch ruhig weiter. Jetzt, es ist schon 9:55. Ich darf die Uhr mal kurz nachstellen. Das ist gar nicht so einfach, sehe ich hier. Man soll sich nicht um Dinge kümmern, die einen nichts angehen. Das Ergebnis, soweit es bis zu dieser Stunde zu ermitteln war, ist Ihnen bekannt. Sie werden ins Bett gehen wollen. Wir wollen es ganz sicher an den langen Tagen auch. Wir geben gleich weiter in das Bundeshaus. Das war's bitte zu Dieter Gütz. Wir haben jetzt das vorläufige Endergebnis der deutschen Presseagentur. Bitte Karl-Heinz Köppel. Ja, ich habe es leider noch nicht. Darf ich Sie um einen Moment Geduld bitten? Jetzt ist gerade Herr Strauß im Bild. Jetzt glaube ich, werden wir Schwierigkeiten haben. Herr Strauß, wir sind auf Sendung. Wir versuchen gerade eine Unterhaltung zustande zu kriegen. Wen haben wir denn? Du kommst mir doch jetzt nicht mit Rosenthal. Wir brauchen jetzt Schmidt und Kohl. Schmidt oder und Kohl. Nein, das war schon Quatsch vor der Wahl. Und das ist jetzt noch Quetscher, wenn diese Steigerung nach der Wahl. Herr Dr. Geisler, was heißt das denn jetzt für die Koalitionsverhandlungen? Ja, welche Frage soll ich jetzt beantworten? Zur Lage ein Kommentar von Emil Obermann. Nee. Ja. Er hat keinen Kommentar. Ich finde, das ist das Beste, was man machen kann. Wenn man seiner Sache noch nicht ganz sicher ist, dann wartet man noch ein bisschen mit dem Kommentar. Und ich sehe gerade, ja, zur CDU schalten wir jetzt einfach. Aber noch nicht. 2 Minuten, ja? Ton. Icon. Ton bitte. Ich gebe weiter an das Bundeshaus. Das ist gar nicht das Bundeshaus gewesen. Die Redaktion des Deutschen Fernsehens für diese Wahlnacht verabschiedet sich damit von Ihnen, sehr verehrte Zuschauer.